Der Mediendom in der Kieler Fachhochschule, bisher einzigartig in Deutschland. Die multimediale Ausstattung kann wie ein Planetarium genutzt werden. Jedoch wird er von den Studenten vorrangig genutzt, um 360-Grad-Filme herzustellen. Die Studenten treffen sich hier mit ihrem Dozenten Jürgen Rino, um die letzten offenen Fragen für das zweite Full Dome Festival am 26. April im Zeiss Planetarium Jena zu klären. Auch in Kiel ist man von dem neuen Medium fasziniert. Man hat einfach kein Fenster, also man sieht einfach alles, Rundumblick. Und das ist einfach eine ganz besondere Herausforderung auch. Es ist ja auch so, dass wir dem Zuschauer im Prinzip die Möglichkeit geben wollen, mit im Raum zu sein, also alles ringsherum zu erleben. Im Gegensatz zu den anderen teilnehmenden Hochschulen, der Bauhaus-Universität Weimar und der Hochschule für Gestaltung Offenbach, genießen die Studenten den Vorteil, ihre Arbeiten mithilfe einer Echtzeitmaschine unmittelbar im Produktionsprozess zu testen. Das Schwierige einer Full-Dome-Projektion ist, dass das Gesamtbild erst in 6 Kreisausschnitte zerlegt und anschließend wieder zusammengefügt werden muss. Nur so ist eine Rundumprojektion möglich. So, hier sind wir beim Herzstück des Mediendoms angekommen. Das ist unser Rack von Digistar 3 von der Firma Evans & Sutherland. Der ist dafür verantwortlich, die Kuppel mit Bild zu füllen. Wir haben also einen Steuerrechner, einen extra Tonrechner und 6 verschiedene Rechner, die nur damit beschäftigt sind, Bilder zu generieren, die dann zu den einzelnen Projektoren auf der Kuppel geleitet werden. Und wenn man das schlau macht, ergibt sich eben an der Kuppel wieder ein gesamtes Bild. Die Technik und die Art der Projektion im Kieler Mediendom unterscheidet sich sehr von der im Zeiss Planetarium Jena. Deshalb müssen die Studenten ihre Filme noch einmal für das Jenaer Projektionssystem umformatieren, damit die Beiträge beim Full Dome Festival am 26. April gezeigt werden können. Das Full Dome Festival bietet eine Möglichkeit, ein Planetarium so zu nutzen, wie wir das hier zum Teil auch im Mediendom tun, nämlich auf eine Weise, die für Planetarium total atypisch ist. Es werden dort experimentelle Filme gezeigt, es werden dort studentische Arbeiten gezeigt, Dinge, die normalerweise ja in einem Planetarium gar nicht zu sehen sind. Und man hat ja auch in Jena etwas, das gibt es in Deutschland immer noch recht selten, Tendenz natürlich steigend, aber immer noch selten, nämlich ein digitales Full-Dome-System. Und ein Planetarium mit so einem digitalen System ist natürlich auch ganz anders zu bespielen und bietet eben genau die Möglichkeit, das zu tun. Insofern ist das eine sehr spannende Geschichte, wie ich persönlich finde. Und ich sag mal, schöne Visualisierung an einer Kuppel anzuschauen, das ist ja immer eine sehr lohnende Sache. Die Studenten der Fachhochschule Kiel stecken tief in ihren letzten Vorbereitungen für das diesjährige Full Dome Festival. In 2 Wochen kann das Ergebnis bestaunt werden, wenn es wieder heißt, Augen auf und das am besten vorn, hinten, rechts, links und oben und alles gleichzeitig.